Ich bin der Johann Stadler, ich bin 46 Jahre alt, ich arbeite seit 5 Jahren im Büro für Selbstvertretung. Ich bin der Raphael. Ich bin 42 Jahre alt und arbeite bei 2 Jahren im Beruf Selbstvertretung. Was die Bettina nicht jetzt voll gut verstanden haben, werde ich für sie jetzt übersetzen. Die Bettina ist 42 Jahre alt und ist also angestellt seit 2 Jahren bei Atempo. Johann, du arbeitest im Büro für Selbstvertretung. Was ist da deine Arbeit? Meine Arbeit ist eigentlich, ich mache hauptsächlich sehr viele Vorträge. Ich arbeite meine ganzen Vorträge auf und ich vertrete mich eigentlich selbst im Büro für Selbstvertretung. Und wenn Sie, ich mache zum Beispiel, wenn Sie manche Leute nicht trauen, reden, und da spreche ich für denen. Manchmal gibt es Leute, die sich einfach nicht trauen, manchmal zu sprechen und, oder schlicht schwer zu verstehen sind. Gut, probiere das zu übersetzen für andere Leute. Und Bettina, was machst du im Büro? Ich mache auch in dem Bildschirm sehr für mein Leben. Also die Bettina geht in Schulen und haltet Vorträge und erzählt von ihrem Leben. Wie bist du zu deiner Arbeit gekommen, Johann? Ich habe zuerst da meine Ausbildung gemacht bei Atempo und ich habe die erste Ausbildung gemacht zum Selbstvertreter und dann bin ich da angestellt worden. Seit 2004 bin ich noch angestellt worden und mir macht eigentlich meine Arbeit sehr viel Spaß. Und Bettina, hast du auch eine Ausbildung gemacht oder wie war das bei dir? Bei mir war es so wäre neue Menschen in der Höhe, aber ich habe Pumpen dann geschaut. Für die Bettina war es am Anfang schwer durch ihre Beeinträchtigung und Gott sei Dank hat sie es trotzdem geschafft. Johann, welche Ausbildung hast du gemacht? Ich habe gemacht dort die Ausbildung zum Interessensvertreter gemacht, die Ausbildung. Und ich war ganz am Anfang war ich Teilnehmer oder auch die ganzen verschiedenen Module besucht. Und ich habe zum Beispiel auch gemacht, die RZL-Start habe ich zum Beispiel gemacht. Hast du da bestimmtes lernen müssen für die Selbstvertretung? Vorbereiten und die Bettina hat gelernt, wie sie auftritt und wie sie sich präsentiert. Wie war der Unterschied, wie du ein Teilnehmer warst und jetzt ein Mitarbeiter bei Atempo bist? Der Unterschied war das, als Teilnehmer haben wir ein bisschen mit den Trainer und Trainerinnen bei sich sein und so zum Beispiel als Angestellter bin ich mit alle Kollegen bei du und als Teilnehmer war das halt schon schwierig für mich halt, ja. Da habe ich halt müssen mich einfügen müssen
Und als Angestellter kann ich halt meine Arbeit halt selbstständig und als Teilnehmer müssen die Arbeit halt machen, was der Trainer sagt und was halt passiert halt, was wir halt machen, in meinem Atoll machen halt. Und als Angestellter kann ich die Arbeit auch, wenn es zum Beispiel einen Auftrag gibt, was ich den Arbeitsauftrag halt selber mache. Oder ich kriege die ganzen Arbeitsaufträge. Und Bettina, wie war das bei dir mit dem Unterschied zwischen Teilnehmer und Mitarbeiter jetzt? Ja, für mich war Lehramt. Ich habe mich viel mehr bedankt. Und ich habe auch nicht bewusst, wenn man mich dem Lehrer bei sich schimpft. Also die Bettina hat gesagt, für sie war es am Anfang auch schwer, also dass man mit den Trainern, also mit den ganzen Mitarbeitern bei sie ist. Und jetzt ist es für sie leichter, wenn sie mit den Mitarbeitern bei du ist. Bettina, zu welchen Themen haltest du Vorträge? Also worum geht's da? Über mein Leben. Über den Hose. No. Ja, sie haben gedacht. So. Arbeite ich bei der Sekurs und die Überraschung und die Zauberzeit und wir eine haben noch kein Dritte. Also die Bettina haltet Vorträge über ihr Leben, über ihre Schulzeit, über Skikurs, über Hosenknopf. Ja. Das mit dem Hosenknopf hört sich ja ganz interessant, und um was geht's denn da genau? Ich kann den Knopf nicht so machen. Den haben wir eben dem Obenknopf. Also die Bettina hat gerade gesagt, sie konnte ihren Hosenknopf nicht zumachen und deswegen hat sie eine Geschichte darüber erzählt. Wie bereitest du dich vor, deine Vorträge? Ich bereite mich vor, zum Beispiel zuerst probiere ich mal die Präsentation zu machen. Mache ich zusammen wieder Gertrude zusammen und dann mache ich das in PowerPoint und dann drucke ich den Vortrag einfach aus und dann werden wir den üben zusammen. Entweder probieren wir es vor den Teilnehmern vom Publikum oder sonst drüben im Büro, wo probieren wir die Vorträge zu präsentieren. Bettina, wie arbeitest du deine Vorträge aus? Wie funktioniert das genau? Arbeite mit meinen Vorträgen allein auf. Ich arbeite meine Vorträge alleine aus. Dann tue ich die Fotos. Dann suche ich die Fotos. Und dann schaue ich mir der Runde an.
Und dann schaue ich mir mit der Gertrude das an. Ob es passt. Und der Mama, denn die war sicher. Also Stichwortzeitel, also okay. Und dann üben wir. Und dann haben wir auch eine Übung dazu. Und dann machen wir auch eine Übung dazu. Johann, worüber machst du deine Vorträge? Ich mache meine Vorträge hauptsächlich zum Werkstattrat, dann mache ich Vorträge zum Kulturpass, über Freizeitangebote, über mein Leben, über Selbstvertretung, über die Wahlwerkstatt als Wahl, über das Behindertengesetz, über das Gleichbehindertengesetz, über das österreichische Behindertengesetz, über die UN-Kommission, Artikel 27, über verschiedene Vorträge, was zum Beispiel verschiedene Einrichtungen einfach gern haben möchten von mir, einen Vortrag. Welche Hilfsmittel stehen dir bei deinen Vorträgen? Also, was steht dir da zur Verfügung? Wie mein Papa. Ja, was benutzt du eben, um deine Vorträge auszuarbeiten und was nimmst du da dafür? Ich hab ein Erbe, eine Mauer um ein Emo. Ich habe eine Tastatur, eine Maus und ich habe auch ein Arbeitsprogramm, mit dem ich arbeite. Und die Mappe. Und die Mappe. Und das Arbeitsprogramm heißt Emo. Welche Hilfsmittel stehen dir zur Verfügung? Ich hab eigentlich auf meinem Computer eigentlich nur ein Sprachprogramm um. Mit dem Sprachprogramm, wenn ich zum Beispiel in der PowerPoint-Präsentation etwas schreibe, kann ich mir das zum Beispiel vorlesen lassen. Mit dem Programm arbeite ich hauptsächlich. Und wenn ich was aufschreibe, hilft mir die Gertrude zuerst, mir das vorzuschreiben. Oder arbeiten wir gemeinsam aus, was wir schreiben. Und dann schreibe ich das auch in den Computer rein. Und dann hoch immer das an, ob das so passt oder nicht passt. Johann, wobei unterstützt ihr euch gegenseitig? Ich unterstütze oft die Bettina, wenn sie zum Beispiel etwas zum Drucker holen gehen muss, vor wie ihrer Oberwindenlift. Oder zum Beispiel, wenn sie zum Beispiel ihre Präsentation einordnen, die in Ständer einordnen, unterstütze ich ihr. Oder wir schauen zusammen ihre Präsentation an. Sagt sie mir, was sie gemacht hat, wenn mich das auch interessiert. Oder ich höre ihren Vortrag an, was sie gemacht hat. Bettina, gibt es einmal Momente, wo ihr streitet miteinander? Nein. Erinnerst du dich an ein bestimmtes, spannendes oder lustiges Erlebnis? Spannendes, lustiges Erlebnis, okay. Ja, das spannende Erlebnis war bei mir, zum Beispiel, ich war beim Vortrag und habe einen Vortrag gehalten, dann sind halt zum Beispiel ein ehemaliger Betreuer ist zu mir gekommen und hat gesagt, was ich den Vortrag eigentlich. Und dann bin ich eingeladen worden, was ich ihm auch wieder Vortrag halte. Und für mich ist noch auch spannend gewesen, zum Beispiel, wie ich auch mit dem Bruck war. Ich war ihm eigentlich,
wie ich meinen Vortrag gehalten habe, wie es zum Schluss gekommen ist, haben wir jeder so ein Geschenk gekriegt. Und ich bin eigentlich so gefreut über den Geschenk, was ich fast zu den Rehren gekommen bin, eigentlich. Bettina, gibt es bei dir ein lustiges oder spannendes Erlebnis, was du uns erzählen möchtest? Ja. Ich war am 9. Mai vorletzte Jahrhunde St. Peter Schule. Ich war voriges Jahr am 9. Mai in der St. Peter Landesschule. Und ich wollte dann heimfahren. Und ich wollte dann heimfahren. Und der Lehrer hat aber nein, mehr aber Und der Lehrer hat zu mir gesagt, nein, wir haben noch 9 Vorlesungen. Ja. Also 9 Vorträge. Und das war für mich Das ist zwar schön, aber das schaffe ich nicht. Johann, was macht dir bei der Arbeit Spaß? Mir macht die Arbeit Spaß, die Vorträge zu machen oder zum Beispiel viel mit Leuten unterwegs sein, die Leute reden oder vor Publikum sprechen. Das habe ich mir vorher auch lernen zuerst. Man hat bei jedem Vortrag ist es eigentlich eine neue Herausforderung für mich. Jetzt wird das eine große Herausforderung, wo ich das auf der Universität habe. Das ist für mich eine große Herausforderung vor ganz vielen studierenden Leuten, wo ich einen Vortrag mache. Ich bin neugierig, wie das wird. Auf das bin ich schon gespannt. Und was macht dir in deiner Arbeit Spaß, Bettina? Dann bin ich den Schüler arbeite und dann bin ich meine Behinderung und mich zusammen. Mir macht es Spaß, mit Schülern zu arbeiten und dass ich sie aufmerksam mache auf meine Behinderung. Bettina, findest du es wichtig, dass es die Selbstvertretung gibt? Ja, sehr. Ja, sehr. Es hat sich schon sehr viel getan, aber wir haben noch immer viel Arbeit. Findest du es wichtig, dass es die Selbstvertretung gibt? Die Selbstvertretung finde ich wichtig. Was halt die Menschen einfach sich selber vertreten können. Und auch die Menschen mit Behinderung wissen, was sie einfach selber, was sie brauchen, eigentlich. Ein Mensch, was oder keine Behinderung hat, das weiß es oft nicht, was er braucht. Aber es gibt einfach viel zu wenig Gruppen für Selbstvertretung noch. Es gibt zu wenig in Österreich. Johann, welche Pläne hast du für die Selbstvertretung? Welche Pläne habe ich für die Selbstvertretung? Okay. Pläne habe ich zum Beispiel, mehr Gruppen halt gibt für Selbstvertretung. Das wäre ein guter Plan. Es gibt einfach zu wenig Gruppen.
oder was die Selbsthilfegruppen mehr vernetzt sind. Das wäre super. Dass wir sie mehr vernetzen. Oder dass es verschiedene Veranstaltungen gibt, wo verschiedene Selbstvertretungsgruppen zusammenkommen. Ja, wenn ihr oder zweit oder dritt als Selbstvertreter arbeiten, da kommt nichts außer. Da schaffen wir das nicht. Da ist einfach zu haben wir zu wenig Kraft, dass man was erreichen kann. Und wenn man mehr Selbstvertretergruppen gibt in Österreich, da kann man mehr erreichen. Und was hast du für Pläne, Bettina? Ich werde weitermachen mit meinem Leben. Ich werde weitermachen mit meinem Leben. Und vielleicht in meinem Vorleben ein Wurfwaffen. Vielleicht werde ich auch meine Vorträge in ein Buch verfassen. So, danke schön, Johann. Danke, Bettina. Wir haben uns gefreut, dass ihr da wart. Und ja, danke, tschüss, Papa.